Und stopp, halt, stopp, halt, stopp. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Daniel und Adrienne. Daniel ist der Fitnesstrainer. Daniel ist mein Sporttherapeut. Daniel hat mir das Leben gerettet, als ich im Tal der Tränen war. So, heute kommt das erste Video zum Thema Tiefenmuskulatur. Ja. Das, was Dr. Mutze im letzten Video angesprochen hat, das ist die Muskulatur, die man mit Rückenproblemen schulen sollte. Aber eigentlich... Jeder. Jeder sollte das sein. Jeder sollte diese Muskulatur tatsächlich trainieren. Die kleine, feine Rückenmuskulatur. Mhm. So, ich setz mal ab. Wir sind fertig. Mhm. Okay. So. Daniel. Willst du kurz was zur kleinen Rückenmuskulatur sagen? Ja, genau. Also, was ist die kleine Rückenmuskulatur? Also, du weißt es ja jetzt mittlerweile schon. Die kleine Rückenmuskulatur ist die wirbelsäulennahe Muskulatur, die dafür verantwortlich ist, dass die Wirbelsäule wirklich in ihrem Verbund, in ihrem stabilen Verbund bleibt. Punkt aus. Das reicht. Das reicht. Okay. Mhm. Wollen wir direkt mit Übung 1 anfangen? In deinem Fall konzentrieren wir uns natürlich auf den Lendenwirbelsäulenbereich, also den unteren Bereich. Bei dem ist ganz, ganz wichtig, aus diesem Bereich wollen wir leider viel zu oft Rotationen holen. Dafür ist die Anatomie aber gar nicht geschaffen. Das heißt, wir müssen gegen Rotationsimpulse stabilisieren, also gegen Drehung in der Lendenwirbelsäule stabilisieren. Und dafür haben wir ein paar schöne Übungen mit. Übung Nummer 1. Hat die Namen? Wir gehen einfach in die Liegestützposition. Das heißt, Hände sind unter den Schultern, Füße circa hüftbreit. Von den Schultern bis zu den Sprunggelenken in einer Linie. Klar. Passt das? Passt. So, ganz wichtig, jetzt probieren wir die Instabilität reinzubekommen. Wir machen das Ganze mit Schultertaps, also diagonal an die gegenüberliegende Schulter. Genau. So, ganz, ganz wichtig, nicht so sehr hin und her zu schaukeln, sondern genau hier Bauch-Rückenmuskulatur anzuspannen, damit das Becken nicht so hin und her schaukelt. Sehr gut, also Schultertap hat schon mal sehr gut funktioniert. Wir probieren das Ganze in Hüfthöhe. Ja? Okay. Selbe Ausgangsposition, auch hier das Becken aufgerichtet lassen, Spannung in der Bauchmuskulatur und diagonale Hüfte. Genau. Leichtes Antippen, auch hier so wenig wie möglich nach rechts und links spannen. Mega anstrengend. Daniel, wo bist du? Daniel. Hallo. Komm ran. Bin ich. Geht das auch noch leichter für Menschen, die vielleicht noch nicht diese Liegestützposition halten können? Natürlich. Es geht natürlich abgelegt auf den Unterschenkel. Mhm. Zeig du uns mal. Ich zeig das mal. Zeig mal. Also, Füße bleiben hüftbreit, Knie sind abgelegt von den Schultern bis zu den Knien in einer Linie. Okay? Und genau dasselbe hier. Heißt auch hier Bauchspannung? Zack, zack, genau. Bauchspannung bleibt, Becken aufgerichtet, so wenig wie möglich im Becken hin und her schaukeln. Gibt es was zu den Schultern zu sagen? Schulterblätter bleiben natürlich nach hinten zusammen, also nicht so wie Adrienne immer. Ja, wie ich immer. Ja, sondern Schulterblattspannung halten. Macht er sehr, sehr, sehr gut. Wieso werde ich nicht scharf? Das ist so ein komischer Automatikmodus. Die Frage ist halt, wen juckt? Ist das nicht scharf? Marco? Wiederum aber meinem Vater, meine Mutter juckt es auch nicht. Okay, hat er sehr gut gemacht. Also, das war jetzt die Variante für diejenigen, die noch keinen richtigen Liegestütz und diese Position halten können. Ich erinnere mich noch an September 2019 und ich hatte wahnsinnige Schmerzen beim Liegestütz. Jetzt sind noch Sitz fahren. Von den Push-ups an, immer unten beginnen. Hast du von den Push-ups gelernt? Sehr gut. Schulterspannung passt, Becken bleibt aufgerichtet. Also nicht.
Was ist auch so? So, drei Stück. Aber egal, das war nur eine kleine Randinfo. Daniel, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen würdest du jetzt empfehlen? Genau, also Rumpfmuskulatur sollte immer auf Kraftausdauer trainiert werden. Das heißt, so ein 3-Runden-Prinzip mit 20 Wiederholungen sollte schon das Ziel sein. Mhm. Vielen Dank. Nächste Übung, Daniel. Was ist die nächste Übung? Die nächste Übung ist der Pull-off Press. Okay. Ja, eine ganz tolle Übung mit Bändchen. Mhm. Dann wie platzieren? Bitte in beide Hände nehmen, hüftbreit im Stand. Okay. Ja. Genau, ganz leicht in den Knien drin. Ja. Okay. Lendenwirbelsäule? Bleibt ganz neutral. Wichtig ist, wir starten am Körper. Und du bringst die Arme in deine maximal gestreckte Position. Jetzt werde ich gleich das Band ein bisschen mehr auf Spannung bringen. Das heißt, du lässt dich nicht wegschieben. Gerade nach vorne ist dein Weg. Okay. Und Arme eng am Körper, Arme weit? Ellenbogen eng am Körper führen. Genau. Schulterblattspannung bleibt. Becken bleibt. Du musst gar nicht so weit rum. Okay. Ja. Spannung in der Bauchmuskulatur aufrechterhalten. Gerade nach vorn. Und Ellenbogen gehen wieder eng am Körper nach hinten. Ist ja notwendig, von beiden Seiten stabil zu sein, in beide Rotationsrichtungen. Also unbedingt euch dann umdrehen, beziehungsweise wenn ihr jemanden habt, der euch unterstützt, dann solltet ihr einfach auf die andere Seite stellen. Oder ihr dreht euch dann einfach um. Einarmiges Ruder machen wir jetzt. Also, ja. Band nehmen. Bändchen, richtig. Bändchen. Stabiler Stand, ganz, ganz wichtig. Hüftbreit. Hüftbreit. Beim Zug jetzt wieder darauf achten, dass du dich nicht komplett eindrehst, sondern in der Wirbelsäule stabil bleibst. Das Ganze bei der Vor- und Rückwärtsbewegung. Okay. Ja. Wo kann ich den Arm hinstecken? Den lässt du einfach hier an der Körperseite. Okay. Na dann. Genau. Brust raus, ganz wichtig. Spannung bleibt auch wieder in der Bauchmuskulatur. Mir wächst hier doch der Bizeps. Ellenbogen eng am Körper. Schulterblätter bleiben hinten. Langsam zurückführen, nicht so nach vorn schnipsen lassen. Ja. Auch hier wieder bitte Wechsel. Wechsel nicht vergessen. Ich kann nicht mehr, wieso ist das so schwer? Das passt zur Hose. Das ist einfach so ein Betrug. Zum Outfit. Okay. Dann würde ich hier wieder ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, ja? Das ist nicht deine Schokoladenseite. Einarmiges Ruder. Daniel, Frage an dich. Mhm. Kann ich auch an der Maschine machen, oder? Es gibt ja quasi in Fitnessstudios diese Maschine, wo man sich hinsetzt. Kann man das da auch realisieren? Genau, also du kannst es an jedem Lattzug, also an jedem Kabelzug, an jedem Gerät, kannst du das halt eben auch durchspielen. Okay. Wichtig, was war nochmal wichtig? Wichtig ist, den Oberkörper nicht mit einzudrehen, sondern komplett stabil zu bleiben. Ellenbogen eng am Körper lang zu führen und auch die Bewegung zurück ein bisschen gebremster. Also nicht nach vorn schnellen lassen, das Ganze gebremst zu halten.
Wir haben jetzt mal ganz kurz umgebaut. Mhm. Sicherlich hat der ein oder andere von euch nicht einen Daniel oder vielleicht keinen Trainingsbro. Daher muss manchmal einfach eine Stange aushelfen. Daniel, was kann man noch zu Hause? Zu Hause reicht da auch die Türklinke. Türklinke, ja. Balkongeländer. Pass mal auf, dass keiner reinkommt, genau. Was noch? Oder irgendwelche Geländer eignen sich natürlich perfekt dazu. Und im Fitnessstudio eigentlich jedes Gerät, fast jedes Gerät. Fast jedes Gerät. Am besten auch ein Mensch. So, Daniel, wie geht's los? So, wir starten einfach so rum. Es sind die gleichen Übungen, die wir gerade schon gemacht haben. Füße sind hüftbreit, nach wie vor nicht ganz so tief, Schulterblattspannung nach hinten. Denk daran, geradlinig nach vorn zu kommen. Ist das jetzt schwerer geworden? Das ist das leichtere Band. Okay. Weil Adrienne keine Kraft mehr hatte. Genau. Hier stabilisieren. Nicht mitdrehen, genau. Hier Schulterblattspannung. Lächeln. Brustbein gerade aufgerichtet. Okay, letzte Übung. Für all die, die eben keinen Bro haben, der mit ihnen trainiert. Einseitiges, einarmiges Rudern hier am Gerüst. An der Gerät. An die Gerät. Mhm. Und da hinten ist unser Filmer. Grüß dich. Hallo. Wenn alles perfekt wäre, wäre es langweilig. So, wir starten hier. Daniel, willst du kurz was zeigen? Ja. Los, zeig mal kurz. Okay, Bändchen haben wir hier halt eben an dem Gerüst festgemacht. Wir sind wieder beim hüftbreiten Stand. Hüften nur leicht gebeugt und dann Ellbogen eng am Körper nach hinten führen. Bitte gebremst zurückführen und in der Wirbelsäule gegenstabilisieren. Mega. Brustwirbelsäule aufrichten. Genau. Nicht so tief in die Hocke gehen. In die Hocke gehen. Okay, ja. Jetzt mache ich. Ja, und ich filme. Komm, über den Du. Du kannst das nämlich. Okay, nicht so tief in die Hocke gehen, hüftbreiter Stand. Keinen Entenhintern. Wie sagt man, Daniel? Kein Entenarsch. Kein Entenarsch. Oh, jetzt auf einmal wird er, jetzt taut er auf. So. Bisschen weiter nach oben, Hüften nicht so sehr beugen. Weniger Hüftbeugung. Weniger Hüftbeugung. Jetzt okay, steht der Körper gerade. Naja. In deiner Realität. Den ganz lächeln. Schulter bleiben unten. Ellbogen eng am Körper nach hinten. Beiden Übungen, die ihr quasi ohne euren Trainingsbro absolvieren könnt. Und damit verabschieden wir uns aus unserem ersten absolut professionellen Trainingsvideo. Wenn es euch gefallen hat, so gebt gerne euren Daumen nach oben. Schreibt uns in die Kommentare, welche Videos ihr noch sehen wollt. Was soll uns Daniel zeigen? Sollen wir es fortführen? Soll Adrienne noch zeigen? Ja. Also es gibt noch unendlich viele Stabilisationsübungen, die eben, wie gesagt, jeder beherrschen sollte. Ich denke da schon an asymmetrische Kniebeuge. So, bis bald. Tschüss. Ciao.